Das Problem, wenn man Dinge aus anderen Kulturen übernimmt, ist, dass man nicht immer mitkriegt, was da gespielt wird. Und ich will Ihnen das an einer kleinen Geschichte erzählen. Es gibt ein wunderschönes Beispiel von einem Filmregisseur, der Amazonas-Indianern einen Film über New York zeigt. Also die Straßenschluchten und wie die Stadt so aussieht und so. Und als er fertig ist, fragt er die Indianer, na, was habt ihr denn gesehen? Und dann sagen die ihm, Hühner. Und der denkt, was machen die Indianer da mit mir? Also ich habe dir noch gar keine Hühner gezeigt. Und hat das so unter, naja, die sind eben eh komisch drauf, keine Ahnung. Und dann hat er sich 3-4 Tage später nochmal den Film angeguckt und tatsächlich in einer Szene gibt es ganz am Rande 3 Hühner. So, und was hier passiert, ist das, was uns sehr oft passiert, wenn wir in andere Kulturen gucken. Wir erkennen das, was wir kennen. Wir sehen aber unter Umständen gar nicht, was der anderen Kultur wichtig ist. Und das spielt bei der Transformation oder bei dem Herübernehmen von Methoden aus anderen Kulturen auch eine Riesenrolle. In Deutschland ist das im Prozess der Hereinnahme der Gemeinwesenarbeit, die ist im Wesentlichen aus Amerika über Holland übernommen worden, Anfang der 60er Jahre ganz ähnlich passiert. Der Ausgangspunkt, auf den man sich bezogen hat, und jetzt werden Sie gleich merken, dass Sie vielleicht ein bisschen wach werden in den 60er Jahren, waren 3 Begriffe: Community Organization, Community Development und Community Organizing. Das heißt also, das, was wir heute machen, das als neu diskutieren, das ist gar nicht neu, sondern da ist ein ganz anderer Prozess gelaufen. Und ich habe da mal nachgesehen, was haben die damals eigentlich verstanden, als die rübergenommen haben. Da gibt es 2 wichtige Schriften zu. Das eine ist damals erschienen in der Schriftenreihe des Vereins für Kommunalwissenschaften 1966. Das ist von Professor Vogel und Peter Oehl. Interessanterweise Vorwort von Muthesius, also jenem berühmten Vorsitzenden des Deutschen Vereins, dessen Geschichte dann auch immer wieder neu begriffen wurde, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, war, die haben in diesem Buch einen ganz anderen Begriff von Community, als wir ihn heute gebrauchen. Community wird dort nur ganz begrenzt als ein Gebiet oder eine Nachbarschaft begriffen, sondern der Begriff ist viel, viel reicher und Gebiet und Nachbarschaft spielt nur am Rande eine Rolle. Also da ist so ein bisschen das Hühnerphänomen passiert. Da haben wir nach dem begriffen, was wir gesehen haben. Eine weitere Sache, die wird auch in dem Vortrag noch öfters eine Rolle spielen, ist, die antistaatliche Haltung der Bevölkerung spielt auch eine wesentliche Rolle. Also Amerika ist eine Bande von, ich sag mal, Staatsfeinden. Das haben Sie noch mal so ein bisschen gesehen, da haben die Deutschen völlig den Kopf geschüttelt, als Obama sagte, staatliche Krankenversicherung, haben die gesagt, nee, also das ist meine Sache, wie ich krank bin, da hat der Staat gar nichts mit zu tun, obwohl die in der staatlichen Krankenversicherung viel besser und aufgehoben werden. Das heißt, es gibt hier ein Kulturelement, was wir in der Form nicht haben. Das muss man ganz stark bedenken, wenn man da drauf guckt. Dann kommt noch eine Sache. Der amerikanische Diskurs ist ganz stark geprägt von Pragmatismus und von Menschen, die Englisch als 2. Sprache sprechen. Das heißt also, viele Leute sind selber Einwanderer, sprechen eine Sprache, die sie nicht besonders gut können. Von daher ist die begriffliche Schärfe viel, viel schwächer als bei uns. Das spielt gerade am Anfang eine Rolle, das spielt sich heute interessanterweise in den Diskussionen immer noch wieder. Und zwar haben die Amerikaner von Anfang an mit 2 Begriffen operiert, nämlich Community Organization und Community Development. Und die haben die einfach synonym eingesetzt. Das war ihnen auch ziemlich egal, die haben das Gleiche gemeint. Als die Begriffe dann nach Europa kamen, haben die Europäer eine Riesendebatte angefangen, was jetzt der Unterschied ist zwischen den beiden Sachen. Und dann gab es also eine richtig heiße Diskussion mit 2 Fraktionen. Die einen sagt, man muss erst Community Work machen und dann oder Community Organization machen, und wenn man das gemacht hat, dann kann man Community Development machen, also weiterentwickeln. Die anderen haben gesagt, nee, erst muss man Development machen und dann machen wir Organization, weil dann sind wir sozusagen weit genug, um uns organisieren zu können. Dabei war dasselbe gemeint. So, das zweite Buch, was eine ganz große Rolle gespielt hat, das war 1970 Gemeinwesenarbeit von Jobor und Utermann. Utermann war zu dem Zeitpunkt Professor an der gerade neu gegründeten Fachhochschule für Sozialarbeit in Dortmund. Und das Buch, was aus dem Englischen übertragen wurde, das war, sorry, du musst den anderen Schuh holen. Ja. Okay. Das Buch, was aus dem Englischen übertragen wurde, das war Obbaumbauwerk. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Übersetzt heißt das Gemeindeentwicklung. Wenn ich jetzt wieder ins Amerikanische gehe, dann merken Sie, dass es geht dann eher in Richtung Community Development, also man hat in die Richtung geschaut. So, dort ist auch noch relativ klar erfasst Sachen, die wir heute kaum diskutieren, nämlich dass Casework, Groupwork, Community Work,
also die, was wir als klassische Methoden der Sozialarbeit kennen. Die Amerikaner haben da noch eine vierte, um die haben wir uns damals nicht so gekümmert, die spielt jetzt neu wieder eine Rolle. Clinical Social Work von den Amerikanern überhaupt nicht als Methode aufgefasst wird, sondern die sehen das als Arbeitsprozesse an, die fast einen Berufscharakter haben. Und der Methodenbegriff ist ein europäischer. Also wenn man dann den Amerikanern sagt, wir haben dann nach dem Zweiten Weltkrieg die amerikanischen Methoden der Sozialarbeit reingenommen, dann gucken die einen an und wissen nicht so genau, wovon man redet. Weil man von etwas redet, was wir gemacht haben. So, und auch dort, da gibt es eine ganz interessante Diskussion, wird diskutiert, wie soll man diesen Begriff Community eigentlich übersetzen? Also welcher Begriff im Deutschen ist angemessen? Und dann machen sie erst was Richtiges, das fand ich ganz spannend. Sie sagen nämlich, der Begriff ist Gemeinschaft. Und Sie merken, Gemeinschaft ist reicher und auch viel breiter als Gemeinwesen. So, und dann kommt eine Kurve, die geflogen wird, die ist mir noch verständlich, den Jüngeren vielleicht nicht so sehr, aber wenn man es dann hört, weiß man es wieder. Und zwar sagen Sie, wir können Gemeinschaft nicht benutzen, weil der Begriff ist politisch belastet durch die Sprache der Faschisten. Also Wehrgemeinschaft, Volksgemeinschaft, das war ja in den 60er Jahren, als diese Texte gemacht wurden, noch sehr lebendig. Das kennen wir heute nur noch aus Geschichtsbüchern. Deswegen entscheidet man sich dann für den Begriff Gemeinwesen, was den Zug in Richtung des Verlierens des Zusammenhanges verstärkt. Was hier auch gewusst wird, drittens, ist die vielfältige innere Verbindung der amerikanischen Begriffe, ich zähle die mal auf, Community Work, Community Organization, Community Development, Social Action und Community Organizing. Die werden hier eher gesehen auf einem Kontinuum, also prozesshaft, wo man jeweils nach der Situation, in der man ist, die Methode einsetzt, die man für angemessen hält. Also wenn man eine Situation hat, in der es eine sehr desolate Verwaltung gibt, die nicht reagiert, dann macht man eher Community Organizing, damit man überhaupt erstmal Gegenmacht aufbauen kann. Wenn man eine Verwaltung hat, die ein enormes Interesse hat, selber das Gemeinwesen zu entwickeln, geht man vielleicht eher in Richtung der konzilianteren Varianten und macht Community Development, also eine Sache, die dann sehr nah an unserem Quartiersmanagement liegen würde. Ja? Aber das Spannende ist, also diese Sache, die wir heute oft erleben auf Konferenzen, also ich habe jetzt gerade noch diese Konferenz in unserem Verband für sozialkulturelle Arbeit da im Kopf, der ja auch Mitglied im Paritätischen ist, wo also die Community Worker, die Gemeinwesenarbeiter auf die Quartiersmanager, also mit großem Abstand stoßen und dann diskutiert wird, was jetzt die richtige Methode ist. Und da geht es dann nur darum, wir machen es entweder so oder so. Ja, das ist gar nicht so vorhanden, sondern es ist eher so ein taktisches Verhältnis dazu vorhanden, was nehmen wir. So, und natürlich ist jetzt spannend, wenn man das dann weiß, als Penta 1996 mit Community Organizing nach Deutschland kommt, reagieren wir darauf als jungen Wilden, als was Neues. Und wir haben völlig vergessen, dass das die Muhme ist, die an unserer Wiege gestanden hat. Dass also am Anfang die Community-Organizing-Sachen alle da waren, also wenn Sie nach Gemeinwesenarbeit reinnehmen, da gibt es sogar eine Diskussion, wo die dann sich auf Alinsky und die Bücher beziehen und dann sagen, ja, aber wir empfehlen für Deutschland den Begriff Community-Work und nicht Community-Worker und nicht Community-Organizer, weil uns ist das zu aggressiv. Da komme ich gleich nochmal drauf. Ich halte das auch durchaus für verständlich. Aber das wissen wir alles da. Das hat auch die Bildung der Profession und die Bildung des Feldes beeinflusst und wir haben es vergessen. Ja? So, das heißt also, wir haben so ein Stück weit auch an sozialer Amnesie gelitten. Und deswegen habe ich jetzt nochmal nachgeguckt, was heißt denn Community eigentlich wirklich im Amerikanischen? Wo kommt der Begriff her? Also was haben wir da vor uns und wie hat sich das entwickelt, damit man auch nochmal so ein Werkzeug kriegt, um dann also auch in den Handlungen, wenn man dann Konzepte aus anderen Ländern sieht, das beurteilen zu können. Und da muss man in Nordamerika allerdings sehr weit zurück. Ich führe Sie jetzt an den Anfang der Besiedlung des nordamerikanischen Kontinents und da muss man ein paar Sachen wissen. Die machen wir mal ganz kurz. Das ist also zum Beispiel Virginia Plantation, geben Sie mal ein. Das ist eine spannende Geschichte, kommen Piraten drin vor und so weiter und so fort. Die setzen da so ein bisschen mehr als 100 Leute ab und 3 Jahre später sind alle tot. Das heißt, es geht einfach schief. Im 17. Jahrhundert ist die Todesrate von Siedlern bei Neusiedlungen, also bei Leuten, die frisch rüberkommen, innerhalb der ersten 10 Jahre 80%. Also das heißt, heute würden wir Amerika nicht besiedeln. Das würden wir überhaupt nicht durchhalten bei den Todesraten. Da würden wir sofort sagen, abbrechen, den Indianern lassen, machen wir nicht. Ja? Dabei passiert etwas. Die Regierung, keine Ahnung, Willig ist jetzt nicht an mir, das zu beurteilen. Die Regierung sitzt für diese Leute weit weg auf einmal.
Also die ist mindestens 3 Monate Seereise in eine Richtung entfernt. Das heißt also, Antwort kommt frühestens, selbst wenn die nur einen Tag nicht nachdenken, nach einem halben Jahr. Oder dann also, wenn die Besiedlung tiefer reingeht, mehrere Tagesritte. Sie kennen das dann, wenn John Wayne mit der Kavallerie kommt, dann haben die gerade ihren letzten Wassertropfen getrunken und so, ne, weil sie schon seit 4 Tagen am Warten sind und nicht wissen, was sie tun sollen. Also, das heißt, die Probleme müssen vor Ort gelöst werden. Da, wo die Leute sind, die können nicht warten, sonst gehen die tot. Das ist die Erfahrung, die sie machen. Wenn sie mit den europäischen Methoden arbeiten, wenn sie ihre Regierung fragen, das, was im Mittelalter bei uns ja auch üblich war, wenn sie das machen, das geht schief. Und jetzt entsteht zwischen Familie und der ersten staatlichen Ebene, der Kommunalverwaltung, eine neue Ebene, die Community. Das heißt, die Menschen, die mehr sind als meine Familie, auf die ich mich beziehe, mit denen ich zusammenarbeite, die ich erreichen kann, mit denen ich ein Problem löse. Und das ist eine Ebene, die haben wir so in Europa nicht. Also wir kommen in Berlin noch relativ nah ran mit dem, was Kiez ist oder und so weiter und so fort. Das ist aber räumlich und auch das ist wesentlich schwächer. Das heißt also, in dem Wort ist sozusagen eine soziale Erfahrung aufgehoben, die wir so nicht haben und die man sich einfach über Geisteskraft sozusagen reinholen muss, angucken muss, wo haben die die her. Und die hat im Wesentlichen 4 Ausprägungen und die will ich Ihnen kurz nennen, von denen wir uns im Prinzip meistens nur auf eine beziehen. Und wir beziehen uns auf die auf den Raum bezogen. Das heißt, also, es waren die Leute, die in einem bestimmten Raum waren, die man erreichen konnte. Es waren dann aber auch, sobald die Besiedlung etwas dichter wurde, die Leute, die gleichen Glaubens waren. Also meine Kirchengemeinde. Das ist in Amerika ein ganz wichtiges Ding, dass wenn ich an einen neuen Ort gehe, gucke ich erstmal, welche Kirchengemeinde ich da habe. Da bin ich auch viel lockerer als hier in Deutschland. Dann gucke ich mir die verschiedenen Kirchengemeinden an und nehme die, die ich haben will. Und wenn ich dabei mal vom Katholizismus zum evangelischen Glauben oder so wechseln muss, das geht da auch ganz problemlos. Das ist nicht so wie hier ganz offiziell, wo wir eine Staatskirche haben und ein Konkordat und so weiter und so fort. Dann auf die Ethnizität bezogen. Das heißt also, Deutsche ziehen zu Deutschen. Die Bronx war um 1900 deutsch. Da gab es ungefähr 60.000 Deutsche, die da gelebt haben. Das löst sich dann auch wieder auf. Und auf den sozialen Zusammenhang bezogen. Also Leute, die in irgendeiner Form mit mir einer Meinung sind, mit denen ich mich zusammenfühle. Und das kann dann sogar, wenn dann die Kommunikationsmittel und die Reisemittel besser werden, tief in den Raum gehen. Also eine vierfache Bedeutung in dem Begriff. Und diese Bedeutung geht dann ein in die Begriffe und in die Arbeitsprozesse, die wir dann kennen als Community Organizing, Local Economy, Community Work, Social Action, Community Development. Da ist das drin aufgehoben in dieser Breite und natürlich Community Organization. Und die dann in diesen Gemeinschaftsbegriff mit reinkommen. So, und jetzt machen wir mal den Teil zur Community Organization, damit auch so ganz was Praktisches kommt. Was ist das? Wie hat sich das entwickelt in diesem Kontext? Stefan, darf man dazu was fragen zwischendrin? Ja, klar. Wer war da verantwortlich personell jetzt in diesem Konstrukt? Ja? Gab es da eine Verantwortlichkeit oder war das kollektiv, also die das Community war, an sich verantwortlich? Es gibt sozusagen, das ist jetzt eine sehr deutsche Frage, weil das war pragmatisch gelöst. Das heißt also, es hat sehr oft einfach das, was wir Leithammel nennen, gegeben. Das heißt, da war im kommunalen Raum einfach jemand da, der hat sich verantwortlich gefühlt und der hat angefangen, das zu organisieren. Das war in der Regel nicht staatlich. Okay. Nicht ja? Institutionalisiert, sondern später ist es institutionalisiert, okay, wenn es als Arbeitsmethode oder als Arbeitsprozess bewusst eingesetzt wird. Aber in den Anfängen ist es anders und, da muss ich jetzt dem Kollegen widersprechen, es war in den Anfängen in erster Linie im ländlichen Raum. Das heißt also, die Community Work ist mal aus dem ländlichen Raum in die Stadt gekommen, in ihren Anfängen, und ist dann in der Stadt geblieben. Aber sie ist also eine Methode, die in beiden Räumen angewandt wurde, wobei im ländlichen Raum dann oft eher der Begriff Community Development verwandt wurde. So, und bei dem Community Organizing ist jetzt, muss man nochmal einen kleinen Exkurs machen, das Community Organizing kommt ursprünglich aus der amerikanischen Gewerkschaftsbewegung. Da ist die Anleihe gemacht worden, das heißt also Community Worker haben auf die Gewerkschaftsbewegung geguckt, das war in erster Linie Alinsky, der diese Brücke geschlagen hat, und haben dann gesagt, ist da was, was wir gebrauchen können? Und jetzt muss man 2 Sachen wissen zur amerikanischen Gewerkschaftsbewegung, sonst ist das unverständlich. Das eine ist, in Amerika gibt es etwas, das nennen die Unionized Company. Unionized Company ist eine Sache, bei der ein Betrieb abstimmt, ob er eine Gewerkschaft zulässt oder nicht. Und das ist gesetzlich so geregelt, wenn 50,1% der Mitglieder eines Betriebes dafür stimmen, dass eine Gewerkschaft zugelassen wird, dann muss der Besitzer des Betriebes mit der Gewerkschaft verhandeln und dann kommen also so ähnliche Sachen in Gang, wie wir sie kennen, aus tarifvertraglichen Geschichten.
Und dann hat die Gewerkschaft auch wirklich einen Fuß in diesem Betrieb. Das heißt also, es gibt einen starken Druck der Gewerkschaften, Methoden zu entwickeln, von außen in Betriebe einzudringen, weil sie können nicht automatisch, also wie bei uns, wenn 5 das beantragen, dann muss ich eine Betriebsratswahl machen, das läuft nicht. Sondern es läuft über diesen Mechanismus, der an eine Gewerkschaft gebunden ist. Und deswegen hat sich sehr früh in den Gewerkschaften der Begriff des Organizers entwickelt. Der bekannteste Community Organizer im Augenblick ist amerikanischer Präsident, das sei dann nur am Rande erwähnt. Also die Methode ist durchaus erfolgreich, wie Sie sehen, zumindest wenn es um Macht geht. Und diese Organizer mussten natürlich bestimmte Fähigkeiten haben. Und diese Fähigkeiten sind auch rübergegangen in die soziale Arbeit. Und das war, die mussten charismatisch sein, die mussten konfrontativ sein und die mussten bereit sein, für wenig Geld zu arbeiten. Also die hatten auch was Asketisches. Ja? So, das waren sozusagen die Guten. Ne? Ob es dann immer die Guten waren, das ist eine andere Sache, aber das war jedenfalls das Bild. Und Alinsky überträgt das auf die Sozialarbeit und sagt, am Anfang des Prozesses steht der Organizer. Und damit ist natürlich so ein Henne-und-Ei-Problem da. Wo kommt der Organizer her? Ja? Wo kriegt der Geld her? In Amerika wird das irgendwann über Stiftungen gelöst. Das ist aber in Deutschland ein großes Problem, weil nämlich der Organizer muss dann eine Plattform schaffen. Und hier ist eine tatsächlich andere Vorgehensweise als bei der Community Work da. Da habe ich ja in der Regel eine Organisation, ein Nachbarschaftsheim, ein Kindergarten, einen Sportverein, egal wo sich das anhängt, die in einem Gebiet sozusagen sich um die Problemlagen kümmern. Hier habe ich eine Person, die sich in einem Gebiet erstmal darum kümmert, Organisationsaufbau zu machen. Also, die geht zu den Kaufleuten, die geht zu den Kneipiers, die geht zu den Gewerkschaften, zu den Kirchengemeinden, die da sind, redet mit denen und baut eine Plattform. Also etwas, wo man sich gemeinsam trifft, wo man sich auf bestimmte Vorgehensweisen einigt, wo man sich verständigt miteinander und wo man sich auch darüber verständigt, was braucht man in diesem Stadtgebiet, damit es besser wird. Und das ist natürlich ein anderer Fokus, als wir ihn gewohnt sind. Das ist auch ein Fokus, der ist sehr staatsfern, weil staatliche Institutionen sind hier erst einmal nicht angesprochen, jedenfalls nicht in Amerika. In Deutschland wird das dann immer schwierig, weil dann taucht der Beirat des Altentreffs auf. Und der Altentreff ist aber von der Stadt finanziert. Und dann gibt es auch sofort in den Plattformen Diskussionen, dürfen die das, weil die ja Staatsknete haben. Ja? So. Und da merkt ihr, also in der Herübernahme der Methode gibt es sozusagen so ein paar Sperren, da müssen wir nachher vielleicht auch nochmal drüber reden, die nicht so einfach zu überwinden sind. Und wenn er eine Plattform geschaffen hat, dann tut diese Plattform nochmal diskutieren, welche Ziele sollen verfolgt werden, also was soll gemacht werden. Und die Ziele, die werden so definiert, jetzt kommt auch nochmal etwas, was wir so nicht kennen, die Ziele werden nicht, wie wir das machen würden, definiert, was ist am notwendigsten, das machen die auch, aber die sagen dann, okay, welche Ziele können wir erreichen? Und dann werden unter Umständen relativ niedrige Ziele genommen, die gar nicht so notwendig sind, damit ich die erreichen kann. Die Idee dahinter ist, Selbstvertrauen zu gewinnen. Also hier spielt etwas, was wir sonst in der Sozialarbeit wenig überlegen, Macht eine Rolle. Ja, ich definiere Macht. Ich gucke mir Macht an und ich sage, das Ding geht hier nur weiter, wenn wir Erfolg haben. Weil dann sagen die Leute, super, jetzt haben wir ein Ding hingekriegt, jetzt machen wir das nächste Ding. Ja? So. Und dieses Erfolg haben ist dabei für die Leute ganz wichtig. Und das ist natürlich eine völlig andere Vorgehensweise, als wir sie sonst kennen. Aber wer Community Worker ist und wer zum Beispiel sich mal anguckt, was an Social Action gelaufen ist, also in den 60er Jahren, der wird da Vorbilder finden und ich werde auch noch gleich eins in Berlin erwähnen. Jetzt kommen noch zwei Prinzipien. Das eine ist, sie sollen staatsfern sein. Da haben wir auch ein Problem mit unserem Zuwendungssystem. Und sie sollen finanziell unabhängig sein. Und da haben wir ein Riesenproblem. Weil in den USA ist es so, also jetzt muss ich mal mit einer kleinen Legende aufräumen. Wir haben ja immer so, habe ich auch noch gelernt in der Schule, die amerikanische Sozialarbeit ist privat finanziert. Können Sie eine Tonne kloppen. Amerikanische Sozialunternehmen haben in der Regel 70% ihrer Zuwendungen entweder, so wie wir auch, von der Kommune, vom Land oder vom Bund. Ja? Und es gibt dabei einen großen Unterschied, den muss man allerdings sagen, der hat auch etwas zu tun damit, wie die Sozialarbeiter konstruiert sind. Das, denke ich mir, spielt beim Community Organizer auch nochmal eine wichtige Rolle. Wir haben in Deutschland immer den staatlichen Sozialarbeiter gehabt, staatlich anerkannt. Nur als so kleiner Seitenhinweis, in den haben wir natürlich auch die Methoden reingestopft. Also das, was die Amerikaner mit 3 Personen gemacht haben, machen wir mit einer Person. Erklärt vielleicht auch so manche Überforderung, die im Feld immer wieder zu beobachten ist.
Und wir haben aber festgehalten, auch nach dem Faschismus, wo uns das alles schiefgegangen ist, also wir haben ja nach dem Faschismus die amerikanischen Methoden nicht übernommen, weil es gut gegangen ist, sondern wir haben die übernommen, weil wir vorher Modell waren. Wenn Sie also internationale Sozialarbeitsliteratur aus den 20er Jahren nehmen, da wird Deutschland als Modell gesehen. Ja, ich hatte vorhin noch hier mit dem Kollegen aus dem Saarland, wo ist er denn? Jetzt ist der, den sehe ich nur den einen, hatte ich gesprochen. Wir waren so weit Modell, dass zum Beispiel als Elsass-Lothringen nach dem Ersten Weltkrieg an Frankreich kam, die Franzosen sich nicht getraut haben, das bismarckische Sozialversicherungssystem dort abzuschaffen. Das ist heute noch intakt und funktioniert interessanterweise besser als das später geschaffene französische. Da kann man auch nochmal lernen. Ist immer ganz gut, wenn man so einen Kontinent hat wie wir mit so verschiedenen Modellen, da kann man immer sehen, was funktioniert. Das heißt aber, diese enge Anbindung an den Staat hat dazu geführt, dass im Faschismus bis auf wenige Ausnahmen Sozialarbeit weitgehend mitgemacht hat. Also hier auch noch mal ein kleines Döneken, damit Sie sehen, welche komischen Varianten das annehmen kann. Alice Salomon ist Ihnen Begriff, die wird heute so als die Ikone der Sozialarbeit gehandelt. Der ist die Leitung der Schule, ich glaube 33 oder 34 weggenommen worden. 37 ist sie ausgewiesen worden, 38 ist die Schule der Sozialarbeit in Berlin als einzige Wohlfahrtsschule in Deutschland von der SS übernommen worden und ist der SS direkt unterstellt worden. Als dann die Nachfolgeorganisation, oder als dann Alice Salomon 1945 wiederkam, war niemand entlassen worden. Alle anderen Lehrer waren an der Schule geblieben und hatten auch bei der SS ohne Probleme mitgearbeitet. Das war mit einer der Gründe, dass sie dann in Brooklyn beerdigt ist und nicht in Berlin, obwohl sie noch mal in Berlin war. Weil das kann man sich dann nur schwer ziehen, wenn man dann auch vielleicht noch aus einer jüdischen Familie kommt. Trotzdem hatte, also jetzt auch nochmal, wie wenig wir unsere eigene Geschichte im Kopf haben, die Berliner Schule hatte kein Problem, als sie Fachhochschule wurde, sie war dann also erst in Trägerschaft der AWO, dann wurde sie Fachhochschule und na, wie heißt das denn dann? Also Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik, hört sich toll an, jetzt kürzen Sie das mal ab. Ahnen Sie was? FHSS. Und das hat man 14 Jahre lang gemacht, bis es dann endlich Alice Salomon, und man hatte überhaupt kein Problem und die eigene Geschichte war komplett vergessen und welches Geschmäckle da drin war, das kann man heute erst merken, wenn man in der Rückschau drauf guckt, also ist schon so ein Ding. Das heißt also, wir waren immer staatsnah organisiert, die Amerikaner sind staatsfern organisiert und das zeigt sich auch in der sozialen Arbeit und auch in dieser Förderung, weil ein Sozialarbeiter kann in den Projekten nur arbeiten, wenn er eine gewisse Menge an Fort- und Weiterbildung macht. Das muss nachgewiesen werden. Staatliche Anerkennung gibt es nicht. Und diese 70%, die spielen eine große Rolle, die formen nach dieser Seite auch weiterhin die Staatsferne der amerikanischen Sozialarbeit. Es sind dann aber 30% übrig. Und diese 30%, die übrig sind, die werden mit freiem Geld gemacht, da kann ich auch mal einen Organizer rausbezahlen. Bei uns sind es 3-5%, die übrig sind, die wir privat einwerben. Also insofern haben wir da ein großes Problem, diese finanzielle Unabhängigkeit zu schaffen. Also, zusammengefasst, Vorteil. Der Vorteil von Community Organizern ist, er gibt Bürgern in strukturschwachen Gebieten Stimme, insbesondere dann, wenn Verwaltungen ignorant sind oder dysfunktional, was es ja manchmal gibt, auch in Deutschland, wenn auch nicht so oft. Und er spricht gut Migrantengruppen an, wegen der Staatsferne. Das, also jetzt nicht falsch verstehen, ich bin nicht der Meinung, dass Migranten staatsferne Gesellen sind, aber ich habe in Amerika selber gemerkt, dass man, wenn man in ein fremdes Land kommt, die Nähe zum dortigen System doch, ich sage mal, wesentlich lockerer ist als im eigenen Land, weil man erstens einen Teil der Gesetze nicht versteht, die da ablaufen, man kennt die Geschichte nicht, man weiß nicht, wo das herkommt und zweitens gerät man laufend in Situationen, wo man in Loyalitätskonflikte gerät. Also mir ist das mal passiert, ich habe in einem Shelter für Obdachlose gearbeitet in der Lower East Side und nach 2 Monaten wurde ich geholt und da saß ein deutsches Ehepaar und die waren beklaut worden und wollten jetzt in diesem Shelter untergebracht werden. Mir war sofort klar, die haben gar keinen Anspruch, das sind keine amerikanischen Staatsbürger, ich habe auf Unterbringung in einem Obdachlosenheim nur Anspruch, wenn. Habe ich aber gedacht, das kannst du jetzt nicht machen, zu sagen, also pass mal auf, das sind hier Deutsche, die haben keinen Anspruch. Also habe ich die Klappe gehalten, ja, und habe nur übersetzt und habe das laufen lassen. Und die haben dann auch einen Platz gekriegt, sind auch später in Amerika geblieben, sind wahrscheinlich jetzt Amerikaner. Aber also das heißt also, es gibt für einen Migranten 1000 Wege, sozusagen mit dem Staat, in den er jetzt ankommt, in Konflikt zu geraten. Von daher haben Migranten eine bestimmte Ferne, machen ja auch nicht immer unbedingt positive Erfahrungen, ja. Und die sind natürlich von solchen staatsfernen Organisationen wunderbar angesprochen. Man kann das in Berlin auch sehr gut an der Plattform im Wedding sehen, die gut läuft.
und wo also, das finde ich immer ganz erstaunlich, Araber mit Türken, mit Russen, mit Osteuropäern zusammen in einer Plattform arbeiten. Das sind sonst Gruppen, die sich so in den Gang Wars, die wir hier so haben, eher gegenseitig auf die Schnauze hauen, sage ich jetzt mal so ein bisschen klar. Und da, also nach der Seite hat die Methode enorme Vorteile. Der Nachteil ist, starke Abhängigkeit von der Person des Organisers, viel stärker als in der restlichen Gemeinwesenarbeit. Also du hast das ja heute Morgen auch so ein bisschen aufgezeigt, Gemeinwesenarbeiter muss ein bisschen was mitbringen. Ja, Alice Salomon hat das noch gewusst, die hat ihre Leute für die Schule damals ausgesucht, da ist sie mal drauf angemacht worden, weil sie auch viele weggeschickt hat. Und da hat sie gesagt, na, ich weiß nicht, was ihr wollt, ihr verlangt von mir nachher geschliffene Schmuckstücke, dann lasst mich bitte Rohdiamanten aussuchen. Ich kriege aus Kieselsteinen keine Schmuckstücke geschliffen. Ja? So, und so ein bisschen ist das in der Gemeinwesenheit auch da, das ist aber im Community Organizing noch viel, viel stärker, weil dieses charismatische Moment mit da sein muss. Das kann ich nur schwer herausbilden, also muss man solche Leute suchen und solche Leute haben auch manchmal so ein bisschen den Hang, ein Ego-Problem zu haben, also dann auch wie so ein Sheriff da rumzulaufen und die Colts sitzen dann auch locker. Das ist nicht unbedingt von Vorteil und in Deutschland die finanzielle Unabhängigkeit ist viel schwerer herzustellen, das ist nicht so einfach zu machen, das funktioniert nicht so gut, weil wir eben überall, ich sag mal, Sachen drin haben, die in die Richtung gehen, dass dann doch Staatsgeld auftaucht. Und nach der Seite muss die Methode meiner Meinung nach angepasst werden. Dass das möglich ist, will ich nochmal an einem alten Beispiel zeigen. Da sieht man aber auch, dass das Wissen da gewesen sein muss. Es hat in Berlin in den 60er Jahren ein wunderbares Beispiel dafür gegeben. Das war damals im Nachbarschaftsheim Mittelhof. Da gab es etwas, was es heute selten gibt, was ich mir aber, wenn man Community Organizing machen will, dann wünsche, weil so kann es gehen. Da gab es nämlich 4 Sozialarbeiterstellen, das ging so ein bisschen in die Richtung, was du auch erzählt hast. Die waren institutionell gefördert. Das heißt, der damalige Sozialdezernent Freier, der übrigens von der Schule in Dortmund kam, also insofern ist geschehen auch keine Zufälligkeiten, der also Wissen hatte über diese ganzen Sachen, der hat gesagt, wir geben dem Nachbarschaftsheim 4 Sozialarbeiterstellen, die müssen uns nur garantieren, dass sie 4 Leute einstellen und dass sie jeden Morgen zur Arbeit erscheinen. Und was die machen, interessiert uns nicht, weil die sollen keine Anweisung vom Staat haben. Die sollen für die Leute in dem Wohngebiet arbeiten. Und was haben die gemacht? Das war in Westberlin ganz verpönt. Da gab es eine Auseinandersetzung mit der amerikanischen Armee. Da ging es um Wohngebiete. Und dann haben die amerikanische Armee vom Bezirksgericht in Washington verklagt. Mit einer Bürgerbewegung. Das war natürlich also in den 60er Jahren in Westberlin vielleicht nicht gerade das, was so als super schick galt, weil das waren ja unsere Beschützer. Das war ja so eine bisschen andere Situation. Das heißt aber, es geht. Das zeigt das. Es kann gehen. Aber man muss Wege finden, das anzupassen. Und ein anderes Element ist, Community Organizing hat ein konfrontatives Element drin. Das kann in bestimmten Sachen gut sein. Also das hat auch was mit Verunsicherung der Mächtigen zu tun. Also ich kenne ein wunderbares Beispiel hier aus Berlin. Das ist aus dem Bereich von Penta, der da persönlich, denke ich mir, auch wirklich sehr viele Erfahrungen hat. Die Plattform hier in Berlin, die hatte etwas auf den Weg gebracht, was also im Abgeordnetenhaus abgestimmt werden sollte. Und es war völlig unklar, wie die Abstimmung ausgeht. Und nun, wenn das Abgeordnetenhaus dann in so eine Abstimmungsperiode eintritt, dann kann so eine Abstimmung auch schon mal morgens um 2 erfolgen. Und dann hatten die sich, hatten sich informieren lassen, wann ist die Abstimmung. Und die Abstimmung war also in dem Falle so für 1 Uhr morgens angesetzt. Und dann sind also um 12:30 Uhr morgens 30 Leute aus der Community auf der Zuschauertribüne des Parlaments erschienen. War natürlich ein Riesengemurmel im Parlament, weil normalerweise um die Zeit keine Zuschauer da sind. Und dann haben die auch ganz schnell gesehen, ah, das sind die aus dem Wohngebiet und so. Ne? Und sie haben dann dafür gestimmt, aber es war auch ein Moment von Verunsicherung da. Wenn das richtig dosiert ist, kann das sehr positiv sein. Wenn das falsch dosiert ist, also nochmal ein Beispiel. Wir haben in Berlin eine Plattform, die im Bereich Köpenick operiert. Wir haben in Köpenick eine Verwaltung, die bürgerschaftlichem Engagement und Community Organizing und Work gegenüber eigentlich sehr offen ist. Es ist der einzige Stadtteil in Berlin, in dem die öffentliche Verwaltung Richtlinien für das Ehrenamt von den Verwaltungsspitzen hat beschließen lassen für die Verwaltung. Also wie muss die Verwaltung Bürger, die ehrenamtlich aktiv sind, unterstützen als Selbstverpflichtung? Das ist relativ weit. Und da waren die aber so konfrontativ, dass dann teilweise auch die Gespräche nicht funktioniert haben. Man hat sich dann sehr schnell in, ich sag mal, so kleinen Überfällen gegenseitig verhakt und das hat dann nicht funktioniert.